Wer einmal ein Nachsuchengespann begleitet hat oder sogar mit dem eigenen Hund eine erfolgreiche Nachsuche absolviert hat, der ist von diesem Erlebnis garantiert begeistert. 12 Nachsuchen wären für einen ambitionierten Jäger mit Hund eine Jahresleistung. Bei Helmut Schulze geht das an einem Tag. Soll da was noch da rein sein? Also da noch mal gucken. So. Gar nicht von das ist aber erstmal hier oben nur dieser Theater. Und die haben ja gestern. Helmut Schulze hört sich alles in Ruhe an. Er ist offizieller Nachsuchenführer. Wenn man sagt, er macht das hauptberuflich, wäre das stark untertrieben. Normal ist bei ihm 7 Tage die Woche im Schnitt 2 bis 3 Suchen pro Tag. Was Nachsuchen angeht, ist Helmut Schulze einfach eine Institution. Wann hat er angefangen? Ja, das ist lange her. 1962 war so mein Jahr, in dem ich Jachtschein gemacht habe. Aber ich habe vorher schon, bevor ich einen Jachtschein hatte, habe ich schon mit dem Tackle gearbeitet und auch sogar schon nachgesucht. Habe mit einem Taschenmesser bewaffnet sogar schon Wildschweine nachgesucht oder auch Hasen, die krank geschossen waren. Also diese Nachsucherei war mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt eben. Ne? Anders kann man diese Passion auch nicht erklären. In diesem Revier hat am Vortag eine Drückjagd stattgefunden. Helmut muss aufräumen, wie er sagt. Kontrollsuchen. Die meisten Suchen gehen heute auf Sauen. Will er den Anschuss gar nicht untersuchen? Wie das ausgeht und wie weit das geht, das habe ich dann auch schon versucht zu prognostizieren. Und das ging daneben. Ich habe Lungenschüsse gehabt, die habe ich am nächsten Tag nach 5 Kilometern Riemenarbeit kam ich an den Hirsch und habe noch eine Hetze gemacht von 3 Kilometern. Also da habe ich meine Prognosen immer weiter zurückgeschraubt. Und mittlerweile sage ich so, ich bin Experte, wenn ich gelernt habe, dass ich nichts weiß, wenn ich anfange nachzusuchen. Und deswegen bin ich nicht mehr am Rumkriechen und am Rumsuchen. Sondern er beobachtet ausschließlich seine Hunde. 3 hannoversche Schweißhunde hat Helmut Schulze. Heute hat er Saba und Odin dabei. Seine Hunde machen nichts anderes als nachsuchen. Täglich. Die erste Nachsuche endet im Nachbarrevier, wo die Sau augenscheinlich zur Strecke kam. In der Nachbarjagd auf dem Nachbarstand leider das Stück zur Strecke hier, einwandfrei. Unsere Nachsuche können wir mit beenden. Odin, komm! Weiter geht's zur nächsten Sau. Auch die endet mit einer Schleifspur. Sau tot. Auch erledigt, ja. Ich würde mal hier den Schuss interessieren. Und die schöne Ruhe ist das Fehlersuche. Bei Nachsuche Nummer 3 sind die Schusszeichen deutlicher. Was macht die hannoverschen Schweißhunde denn so besonders? Also ich glaube, es ist kein großer Unterschied zu anderen Hunden. Der Fährtenwille ist natürlich, muss gegeben sein und auch der Laut muss gegeben sein. Aber ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, auch aus der Praxis, dass man wirklich auch mit anderen Hunden gleiche Leistung erzielt, wenn sie so speziell eingesetzt werden und vor allen Dingen die Arbeit haben und die Anleitung durch den entsprechenden Führer, dass sie gleiche Leistung bringen. Also es ist nicht rassebedingt, dass man so unbedingt diese hervorragende Leistung bekommt. Diese Suche endet in einer bürstendichten Deckung. Kein Vergnügen für den durchtrainierten 69-Jährigen. Wir haben Teile der Sau gefunden. Oh, du hast ein bisschen Schweiß hier. Ja, das ist die Dorn gewesen. Ja. Nicht so schlimm. Hier geht wieder. Ja, können wir einpacken hier. Machen wir Schluss hier. Ärgerlich. Ja, wir haben die Pürzel der Sau gefunden und gesehen, wo sie gelegen hat und wieder rausgeschleppt. Das ist die dritte Sau, die hier drin war. Und nichts gesagt. Und dann macht man sich die Arbeit. Wenn die nun Bescheid gesagt hätten wenigstens, ne? Dass sie 3 kranke Sauen gekriegt hätten. Wir 3-mal gespart uns die Arbeit. Naja. Saba, komm hier. Saba soll ein Reh nachsuchen. Im Schnee verludert das meiste Wild, weiß Schulze. Die Jäger glauben, im Schnee sähe man jeden Tropfen. Die Erfahrung zeigt das Gegenteil.
Der Anschuss ist gut verbrochen. Der Schweiß endet angeblich abrupt. Wie viel Suchen macht er im Jahr? Im Prinzip bekomme ich zwischen 230, 220 Stück Wild, die ich jedes Jahr finde. Wovon etwa 160, 170 Stück Schwarzwild sind und 80 Stück Rotwild, die im Jahr zur Strecke kommen. Es ist auch Rehwild, Weiner und Dammwild, natürlich Muffelwild. Aber so roundabout kann man sagen, so zwischen 230, 250 Stück Wild, die kommen. Dazu kommen natürlich viele Fehlsuchen. Ich kriege auch nicht alles, wenn es ein Streifer ist oder was, wie wir gesehen haben. Und es kommen viele Kontrollen dazu. Also das sind schon einige. Saba hat das Reh gefunden. Der Fuchs war allerdings schneller als der Schweißhund. Da hast du einmal dann gefrühstückt. So, ich war. So, aus. Ganz interessant, am Anfang schweißt er und dann da in den Buchenrauschen da absolut kein Schweiß mehr, bis dahin. Und das ist ein bester Blattschuss, ne? Da sieht man das wieder. Und Schnee. Alle können was sehen. Ohne Schnee gehst du nach Hause und sagst, ist nichts, ne? Alte Lehre. Bei der nächsten Suche finden die Jäger als erstes einen Kugelriss. An dieser Stelle würden viele schon aufhören. Kugelriss heißt ja eigentlich vorbeigeschossen. Da hinten war doch Schweiß. Ja, da war ein bisschen wild auch ein Köpfchen, aber guck mal. Dann, was da für ein Großbrach, so schön zu Pferde. Was da für ein Krümelchen ist so. Ja, und der hat eingeschossen, weil die da. Auch wenn die Schützen schon mit eigenem Hund gesucht haben, stört den Profi das wenig. Da war auch schon was dran, deswegen. Die Experten könnten dir nur sagen, was das ist, aber ich kann das immer nicht. Da habe ich Knoten drin. Das ist die hohe Schule der Schweißhundführung, sage ich. Da fängt, wie ich immer sage, das ist hohe Schule, wo ich auch ich selbst sehe kaum Schweiß. Ich gucke auch nicht hin, ich gucke die Hunde an, schon bei der Einarbeitung. Also wenn die mitlaufen oder wenn ich anfange mit denen zu arbeiten, die Körpersprache des Hundes, und das habe ich gelernt von den kleinen Welpen, die Körpersprache des alten Hundes, der da arbeitet, lesen dann, obwohl sie spielen dabei. Und das muss ich lernen, das ist die hohe Kunst der Führung, der Schweißhundführung oder der Hundeführung überhaupt, die Körpersprache meines Hundes zu lesen. Die nächste Fährte arbeitet Saba in aller Ruhe aus. Sie hat auch keine Schwierigkeiten, sie zu halten. Trotzdem bricht Helmut die Nachsuche nach circa 2 Kilometern ab. Wie lasse ich laufen? Was glaubst du, was hat die? Also auf jeden Fall hat die den Kopf heil, die hat das Gebrech heil, die hat die Läufer heil. Und ich denke, dass er sie hier vorne vorbeigeschossen hat, vorne an der Kehle vorbeigeschossen hat. Da hat sie einen kleinen Steifer, aber du siehst ja, es ist jetzt völlig aus. Und da rennen wir uns die Beine aus. Die kriegen wir auch mit der Hetze nicht. Komm her hier. Die packen wir auch mit der Hetze nicht, diese Sau. Im Laufe der Zeit ist er vorsichtig geworden. Wenn eine Hetze zu lange dauert, geht es irgendwann auch über eine Straße. Die größte Gefahr für die Hunde. Hier ist Helmut fertig. Eine Pause gibt es für ihn nicht. Weiter geht es in ein Revier 20 Kilometer weiter. Rotwild mit 2 Kälbern und dann habe ich also eins von den Kälbern, stand also ganz hervorragend, quer beschossen. Und dann ist es also nach links in die Ecke, in den Wald rein. Na, wenn wir unseren Hund mal fragen, was der dazu sagt, der wird uns die passende Antwort geben, ne? Ist der Schnitter? Ja, Schnitter. Das sieht nicht so gut aus. Für Odin scheint es diesmal gar nicht so einfach. Hast du da drüben noch Schweiß gefunden? Ja, also die ist hier vorne raus. Er fängt an, Kreise zu ziehen. Er greift immer wieder zurück. Man merkt dem Hund die Konzentration an. Ob er das Stück noch findet? Thank you.
Schließlich umschlägt der Hund eine Kultur und sieht Helmut an. Nach dem Motto, da ist es doch. Komm hier, komm schon rüber. Lässt ihr mich da jetzt dran, oder? Das Kalb entpuppt sich zwar als Schmaltier, ist aber immer noch goldrichtig. Ohne hier auf, aus, schone. Und so kann ein sauberer Kammerschuss doch noch zu einer schwierigen Nachsuche werden. Die nächsten Instruktionen kommen per Handy. Ja, Bokel kenne ich, das ist kein Problem. Muss ich nach Bokel hin, ja? Richtig, und dann fahren Sie links dort und direkt nach dem Ortsschild ist geht links ein Weg ab. Alles klar, bis gleich. Auf was suchen wir denn jetzt überhaupt? Ich gehe davon aus, dass es ein Überläufer ist. Okay, und der hat was für einen Schuss? Das weiß ich nicht. Ich habe auf einen Keulenschuss tendiert, aber er scheint gezeichnet zu haben und Bernhard meinte, dass er wohl auch rouliert wäre und dann ging es weiter. Okay. Viele Jäger wähnen sich auf der sicheren Seite, wenn sie sogenannte dicke Pillen verschießen. Auch hier hat der Nachsuchenspezialist eigene Erfahrung. Aufgrund einer Arbeit, die ein Student, der eine Diplomarbeit gemacht hat, der auf 500 Nachsuchen also da ausgewertet hat, dass ein Kaliber, der Querschnitt eines Geschosses, keinen Einfluss auf die Fluchtentfernung hat. Wichtig ist das Treffen mit jedem Kaliber und dann ist es eine Geschossfrage vielleicht. Aber man kann nicht sagen, ich nehme ein großes Kaliber, weil ich 9,3 oder 8,68 und wenn der Schuss schlecht ist, dann liegt das Stück eher. Das ist nicht wirklich nicht der Fall. Okay. 30 Meter vorne habe ich abgebrochen. Oh Mann. Hast du geschossen? Nee, habe ich nicht. Aber ich werde ausrichten. Eine weitere Kontrollsuche muss er in diesem Revier machen. Ich habe die Sau gesucht und dann lag in weiter Richtung hoch, kam noch mal ein bisschen Schweiß vor. Und der Schütze ist sich auch relativ sicher, gut abgekommen zu sein. Das sagen mir immer alle. Ja, das glaube ich. Das sage ich immer, brauche ich ja gar nicht zu kommen. Ja. Gerade für Kontrollen braucht er die Hunde mit der meisten Erfahrung. Denn nur die Hunde können zuverlässig erkennen, ob das Stück Schuss hat oder nicht. In diesem Fall entscheidet Odin auf nicht getroffen. Weiter geht's. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir haben die Grenze abgestellt im Nachbarrevier bei Jagd. Und dann haben wir gesagt, naja gut, wollen wir mal gucken, ob was passiert, ob was kommt. Und es kam natürlich aus unserem Revier noch raus ins andere Revier. Die ersten hatte ich gar nicht gehört. Es waren also zwei Rotten, die unterwegs waren. Und bei der zweiten Rotte, die habe ich dann gehört. Und ja, eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich gut drauf bin. Und das passiert dann halt. Saba ist diesmal dran. Und die eine gemeldete Nachsuche entpuppt sich als zwei Nachsuchen. Ein hingeworfener Schuss war doch nicht vorbei. Ein kleiner Tropfen verrät den Anschuss. Dieser Fährte haben wir also auch viel Schweiß gefunden, hinten am Blaubeeren. Aber nach kurzer Suche signalisiert Saba, lohnt nicht. Sie bleibt jetzt stehen, das ist ein Zeichen, ein hundertprozentiges Zeichen da. Können wir knicken, leider. Nehmen wir die nächste. Die letzte Nachsuche liefert am Anfang trotz Schnee gar keinen Schweiß. Die beschossene Sau wurde nach der Jagd mit einem Terrier nachgesucht. Hier drunter war auch recht gut zu sehen. Schön ruhig zur Pferde. Jetzt haben wir ruhig zurück zur Pferde. Saba, pass auf. Halt mal Zeit. Jetzt ist genug für heute. Wunder. Für Helmut Schulze geht ein relativ normaler Tag zu Ende. Als Normaljäger kann man nur staunen, wozu ein Spezialist imstande ist.